Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute spiele ich mit einem Freund, Skilla Lele. Hi. AKA Ungezockt. Genau, hätte ich auch noch gesagt. Sein Kanal ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Abonniert ihn, abonniert mich. Ja. Wir sind Iron Man. Wirklich, diese Übersetzung. Ich meine, eigentlich heißt er ja Iron Man, aber Eisen, also Iron ist ja Englisch für Eisen. Weiß. Ja, ich weiß, ich kann Englisch, ich bin krass. Ja, was ich jetzt noch loswerden wollte, war, dass ich, Jo, ich hab schon ein bisschen weiter gemacht, bevor du die Kunden gewartet hast. Aha, wer ist er? Was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich vorhin ein Video aufnehmen, also eine neue Videoreihe anfangen, namens Nether Survival, wo ich halt eigentlich halt den Nether durchspielen wollte. Also ich bin in den Nether gegangen, überlebend, habe das Obsidian-Portal weggemacht und so. Und dann habe ich halt eigentlich, wollte ich durchspielen und ich habe mir einen Respawn-Anker gemacht, dass wenn ich sterbe, da drinne bin. In den passen aber ja nur 4 rein. Ich bin 3-mal gestorben und das in 15 Minuten, deswegen habe ich es gelassen. Schreibt bitte mal in die Kommentare, was ich bauen soll. Also ob ihr irgendwelche Ideen für ein Bauprojekt habt. Redstone oder auch nicht. Hier mein lieber Freund Zeitlosen Spiele würde bestimmt auch mitmachen, dass wir dann irgendwie zusammen ein Projekt machen würden. Gegebenenfalls Redstone, vielleicht designt er und ich tue Redstone machen oder so. Ja, ich bin halt in Redstone nicht so gut, ne? Ich weiß, du hast unter meinem Video kommentiert. Cool, aber Redstone ist nicht so mein Ding. Ja, weil ich halt so gar nichts mit Redstone anfangen kann. Kannst vielleicht mal irgendwas bauen, okay, auf Redstone. Irgendwie eine kleine Redstone-Schaltung. Junge, ich habe einen Feuerball. Ah ja. Könnte bei mir sich nur noch um Stunden handeln. Das geht eigentlich ganz schnell, Junge. Du bist doch auch schon fast so weit. Stimmt allerdings. Ja. Habe ich eigentlich auch einen Feuerball oder habe ich was anderes? Ich. Oh, du hast einen Raygun. Ich überlege gerade, ob ich mir irgendwie eine Lampe oder so an die Tür mache, damit einfach jeder sieht, dass ich ein Video aufnehme, weil gerade ist jemand einfach in mein Zimmer reingeplatzt. Also, bei uns ist jemand in der Welt, einfach. Wie kann ich mit diesem Ding schießen? Keine Ahnung, hab's nicht kapiert, aber mit dem Feuerball kannst du. Hier ist so ein Hulk, ja, Hulk, ne? Ich bin schwer bewaffnet, aber du bist zu schnell, um dich zu treffen. Ich kann mich mit der Waffe in der Hand vor allem nicht bewegen, nice. Ja gut, lassen wir halt. Auch nicht. Hm? Ist ja auch egal, komm. Ich habe schon 8K. Ich kann mir schon die Klone kaufen. Also so Klone sind da klar. Boah, ich muss sagen, es laggt schon ganz schön bei mir. Ja, bei mir auch. Ich glaube einfach, wir sind jetzt schon zu krass. Das sind wir sowieso. Ich bin gerade am überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe, aber eigentlich nicht. Ich habe, klar, doch. Ich bin schon komplett durchgezockt. Hier den Tycoon hat ein YouTuber auch schon mal gespielt. Vielleicht kennt ihr ihn ja, der heißt Dr. Banks. Der hat das schon mal gespielt. Sein Video werde ich wahrscheinlich auch noch unten verlinken. Ja. Ja, das wäre es eigentlich alles. Und damit müsste auch alles gesagt sein. Spielen wir jetzt noch. Kanal ungezockt an meine Zuschauer jetzt mal. Oder vielleicht auch an meine natürlich auch. Bei mir wird jetzt innerhalb. Ist noch in der Planung? Aber ist es sicher, dass es kommen wird innerhalb der nächsten Monat kommen wird. Dazwischen kommen immer noch Videos, also alles gut. Aber da wird dann vielleicht, ich glaube, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll. Nennt es, glaube ich, Castle Crash oder so. Da bauen wir ein Haus oder Burg, je nach dem Zeitalter, angepasst an. Wo? In Minecraft. Oh, lädst du dir Minecraft auf deinen PC runter, oder was? Hab ich schon, also bin ich gerade dabei. Oder, ja, tu ich. Okay. Dann kommt der Castle Crash. Wir fangen an in der mittelalterlichen Zeit. Mit wem? Deswegen heißt es Castle Crash.
Es wird dann so einen Monat lang dauern. Dann gehen wir in die nächste Zeit über, so in die derzeitige Zeit. Und dann gehen wir in die Zukunft. Also ich habe den Namen gerade vergessen von dem... Es gibt ja auch noch so ein anderes YouTube-Projekt, ich weiß nicht, wie das heißt, aber die haben auch in der Steinzeit angefangen und sind dann hoch. Hat mein Bruder immer geguckt, oder ziemlich lang geguckt, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Ja. Empire, glaube ich, hieß es. Ja, Minecraft Empire, genau. Auch nicht genug Bargeld. Was ich bei uns jetzt cool finde, bei unserem Video vor allem, ist halt im Gegensatz zu Dr. Banks haben wir, er hat mit Ebru zusammen das Video gemacht und er hatte die eine Seite von dem Haus und also nur die Hälfte und Ebru hatte halt irgendwo ein anderes Haus. Ja. Und da konnte man nicht sehen oder konnte man halt nicht sehen, wie das aussieht, wenn beide nebeneinander sind. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass wir das so haben. Nur, ich kann derzeit nicht Fortnite auf dem iPad spielen, was sehr traurig ist, weil, ich will mich hier jetzt nicht einmischen. Ich nutze gerne Apple und ich zocke gerne Fortnite. Aber? Aber Apple Games verbietet mit Apple. Ja, das habe ich auch. Herr Anwalt hatte das letztens auf seinem TikTok. Alter, der meinte, Epic Games will TikTok, Apple und Play Store, also der Google Play App Store und der Google Play Store, die wollen Epic Games verbieten, dass sie das Fortnite nicht bei sich aufnehmen, weil die Geld haben wollen, weil die ja das ja aus, also da die das ja als da, doch doch. Apple das, will 30% der Einnahmen von Epic Games. Also ja, das meine ich ja, das meine ich ja. Ey, Leandro, das meine ich ja. Ja, klar. Ich meine ja, dass Epic Games und der Google Play Store und der Apple Store, die wollen Geld davon, also die wollen Einnahmen von dem haben, weil die ja das bezahlen, also weil die das ja ja genau, weil die das ja als Download lassen, dass sie das downloaden können. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Wir haben ziemlich wirres Zeug geredet, aber ich kann es euch jetzt nochmal. Ich überlege gerade, ob ich dir einfach das Video von wie heißt der? Von Herr Anwalt einfach noch in die Videobeschreibung mache. Ja, pass auf, wenn ihr in die Videobeschreibung guckt und da ist irgendwo ein Hashtag oder irgendwie ein Video von Herrn Anwalt, dann habe ich es reingemacht. Und wenn nicht, dann nicht. Okay? aber er wird ja wahrscheinlich jetzt nochmal hauen. Auch noch, Achtung, nein, nicht detonieren! Huch. Komisch ist, dass ich bei dir gespawnt werde und du bei mir. Wirklich? Werde ich denn? Wenn du stirbst, bist du bei mir gespawnt und für andersrum halt auch. Kann ich nicht was bleiben mal stehen? Nee, aber damit kann ich dir keinen Schaden machen. Ja, aber ich kann mir selber Schaden machen, weil ich gerade eine Bombe platziert habe. Sehr nice, ne? Guck, ich werde bei dir gespawnt. Moin. Hast du gerade wirklich... Ey. Wer ist er? Ich will mich einfach töten. Hallo, ich bin dein Mate. Jimmer. Ich hoffe, euch stört das nicht so, dass es rumlaggt. Wenn ich Glück habe, wird bald... Oder werde ich einen Gaming-PC bekommen. Aber es könnte sich halt noch ein bisschen dauern. Ich hab's gemerkt. Worauf ich hinaus will, ist, ich tue seit neuestem Zeitung austragen und bekomme eigentlich dafür auch relativ viel Geld, so. Ich weiß nicht, ob mein Vater einen Gaming-PC zusammenbauen kann. Weil wenn man den, glaube ich, wenn man den selber zusammenbaut, kostet er auf jeden Fall weniger, als wenn man den halt so kauft, wie er ist. Ja, aber ich will mir wahrscheinlich schon einen ordentlichen Gaming-PC kaufen, einfach weil ich es kann so und ich will schon damit zocken und ich will eigentlich schon, also es wird ja, ich werde gucken, wie weit oder wie bekannt ich mit YouTube werde, aber generell so, ich würde halt, ich zocke generell gerne und ganz ehrlich, wenn ich das Geld dazu habe, dann mache ich das halt, dann haue ich halt einfach mal richtig drauf und dann, ja, vielleicht schaffe ich es ja dadurch einfach auch ein bisschen besser bei YouTube zu werden so, aber mal gucken.
sieht man dann ja alles, wenn es soweit ist. Ja. Ich habe halt gerade so einen guten Rechner, auf dem gerade auch Fortnite installiert wird und alles. Ja, bei mir klingelt es kurz an der Tür, ich komme gleich wieder. Jo. Jetzt ist er weg, jetzt können wir über ihn reden. Nein, Schatz. Ja. War nicht der Postbote. Schade. Ich hatte nämlich eigentlich was bestellt noch für mein PC. Ah ja. Ja. Habt ihr den eigentlich, den PC, habt ihr den eigentlich so gekauft, wie er ist, oder? Keine Ahnung, ich hab den zum Geburtstag mal bekommen. War der schon, ja gut, auf jeden Fall, ich werde mal gucken müssen, was, also wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen geredet, wo ich am Ende wahrscheinlich, also ich schneide ja meine Videos alle. Ich werde am Ende in der, wenn ich das Video schneide, mal gucken, ob ich das so lasse oder ob ich ein paar Sachen einfach rausschneide, wenn die Sachen ein bisschen zu intim werden. Ich muss mal gucken. Ja. Ich habe jetzt nicht so wirklich dran gedacht, dass wir ein YouTube-Video aufnehmen und gegebenenfalls das, du hast dich gerade selbst in die Luft gehackt. Ich weiß nicht, wie ich in die Luft jagen wollte. Ja, und ich bei dir, aber ja, deswegen werden wir mal gucken. Mir fällt gerade auf, wir müssten auf jeden Fall, wenn wir fertig sind, noch ein Thumbnail machen. Ja. Ich habe von Anfang an immer versucht, gute Thumbnails zu machen, weil ich finde, einfach Thumbnails sind wichtig und vor allem, wenn halt, das ist halt eins der ersten Sachen, die Leute sehen, wenn die auf deinen Kanal kommen. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich gut. Ich habe auch einen Kanalbanner. Du hast einen Kanalbanner. Noch nicht. Kommt alles, Leute. Du musst dir ein cooles Kanalbanner machen. Mir fällt gerade ein. Mal gucken, wie wir das eigentlich machen mit dem jetzt, was ich alles laber. Ich habe ein Schnittprogramm gefunden und ein Bildbearbeitungsprogramm, was du unbedingt dir angucken musst. Das Bildbearbeitungsprogramm ist perfekt für Thumbnails und vor allem für dieses, für dein Kanalbanner, weil ich habe ja meinen Roblox-Menschen, habe ich ja in meiner Endcard, das werdet ihr am Ende auch sehen, die ist relativ neu, und ich habe meinen Roblox-Menschen auch in meiner, auf meinem Kanalbanner. Yay, super, verkaufen ja nur 14.000. Ich werde gucken, vielleicht haue ich auch an manchen Stellen einfach einen Zeitraffer drauf, wenn ich hier was mache, was... ich hab... Überhaupt. Du bist doch da, bist du. Ich sehe gerade, ich kriege ja Geld unten. 600 Euro für einen Klon. Du hast mich einfach gerade wieder getötet. Oh. Wie fandest du eigentlich das Jump'n'Run-Video? Da habe ich ja auch immer, ja, weil das war halt echt ein bisschen viel, aber ich hatte halt irgendwie kein Video, ich hatte keine Idee und ich hatte auch, ja. Jump'n'Run ist immer was, was ich machen kann. Dein Ernst jetzt, langsam nervt's. Ich höre ja auch. Ich habe vor allem jetzt mit einem YouTuber, ich würde nicht sagen eine Kooperation, mit, ich weiß nicht, Aaron... Ich glaube, der heißt Aaron137 oder so. Der genaue Name werde ich wahrscheinlich auch noch auf meine Bildschirm einblenden. Ja. Den könnt ihr auch abonnieren. Und der wird wahrscheinlich auch in der Videobeschreibung verlinkt sein. Auch ein cooler YouTuber. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass ich seinen Content extrem feiere. Aber schlechte Videos macht er nicht. Auch, der spielt auch am PC Minecraft. Aber man kann ja, wenn man die Minecraft-PC-Version hat, auch in eine Version gehen, dass man mit Leuten in der Pocket Edition spielen kann. Ich habe mit dem auch zusammen gespielt. Der war in meinen Welten. Wir wollten eigentlich zusammen ein Video aufnehmen, aber der hat Probleme mit seinem Discord gehabt. Und deswegen konnten wir nicht miteinander reden. Ja, ich bekomme 600 für jeden Kill an dir. Mir fällt gerade auf, ich habe kein Wasser. Ich gehe jetzt kurz mir mal Wasser holen. Und in der Zeit werde ich wahrscheinlich einen Cut machen. Bis gleich. So, Leute, hey, da... Verreckt irgendwie nicht so, Leute, da bin ich auch schon wieder.
Der Skiller Lele tötet mich schon wieder die ganze Zeit. Ja, ich habe jetzt 51k, 52. Und wenn, oh, geil ausgewichen. Ich glaube einfach nur, du hattest... Ich bin einfach nur ganz normal weitergelaufen. Ich bin nicht mal wirklich, na gut. Kaufen wir jetzt noch mal ein bisschen. Oh, Junge, ey. Nein, du hast es sogar hinbekommen zu kaufen. Ich hab's schon längst gekauft gehabt, ja. Also klar, ich hab's da... Verlinke ich mich dann auch in der Videobeschreibung? Ha, nee, nein, jetzt, klar. Du bist in der Videobeschreibung verlinkt. Der Aaron auch und die ganzen Videos, die ganzen Videos, die ich gesagt habe, natürlich auch. Wie viel Money habe ich eigentlich auf dem Konto? Ja, okay, ich habe 27.000 auf dem Konto. Digga, du hast hier oben halt auch schon gefühlt alles geholt, so. Boah, es leckt gerade ungemein. Da liegt einfach eine Bombe. Ey, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ja, will ich. Weil ich krieg halt 600, immer wenn du verreckst. Du liegst hier bei mir tot auf meinem Weg. Nö, ich lebe. Ich weiß. Hab jetzt kurz mal meinen Charakter zurückgesetzt. Mach du auch mal. Nein, dann kann ich aber nicht mehr die Bombe aufziehen. Ah, ist alles gut. Bist doch schon wieder weg. Ja. Wo bist du? Yoshi? Ich bin gerade weggelaufen. Der läuft instant einfach vor mir weg. Ich hab halt noch die untere Karte. Ich will kaufen. Yoshi ist im Kauf. Nein, 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 nein. Du hast eine Bombe da hingelegt. Und da auf der Treppe nochmal. Vielen Dank dafür. Das Problem ist, ich kann dann auch nichts machen. So, Alter, ich habe 99 Nachrichten vom Chat. Könnt ihr mal alle chillen jetzt? Was ist bei euch los? Ja, keine Ahnung, was mit dem... Yo, wie viel Geld hast du? Du hast mehr, aber gut. Also jetzt habe ich mehr. Ich bin nicht so weit wie du. Mir fällt gerade auf, warum hast du eigentlich keinen extra Roblox-Konto für... Dein YouTube-Kanal. Weil ich mir noch nicht gemacht habe. Mir passiert. Ja, mir fällt gerade halt auf, dass du ja dann letztlich, also ich meine, es weiß ja keiner, also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand aus meiner Klasse dieses Video sieht, bevor ich ihnen sage, dass ich YouTube habe, ist sehr gering. Mann, du kriegst alles noch gekauft, ich lösch viel zu spät auf. Aber... Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dich kennt, also als Skiller Lele aus meiner Klasse oder von den Leuten, wo ich nicht will, dass sie das wissen, erstmal. Solange wie ich halt noch so klein bin. Ja. Glaub ich kaum. Deswegen ja. Und selbst wenn sie, also. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde so ab 5000 Abonnenten oder so ab. Ich glaube, 2500 würde ich, würde ich meiner Klasse dann auch davon erzählen, so dass YouTube habe, weil da würde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Leute dazu gewinnen. Oder auch nicht. Aber ja, mal gucken. Hast du nicht genug Bargeld? Junge, ich sehe doch, was du machen willst. Ja, und ich sehe, was du machen willst. Was willst du eigentlich, du? Komm. Ich habe ein Bein verloren. Ach, hier Fisch. Ey, ich hab ein Bein verloren. Du... Siehst du immer noch? Ja, aber ich hab ein Bein verloren, immer noch. Aber gut, ich tue mich jetzt wieder zurücksetzen. Ja, ich muss mich auch zurücksetzen. Oder doch nicht. Ja. Es wäre mega, mega cool, wenn ich wirklich so relativ groß werde. So, es muss ja nicht 1 Million sein wie Banks oder so. Aber, naja, so eine halbe oder eine Viertel, also so, es wäre mega geil, wenn ich, ich muss ja nicht so wie Luca oder so werden. So, aber... Werde nicht wie Julian Bam. Ja, aber so ein bisschen kleiner YouTuber wäre ich eigentlich schon so. Ich meine, klar, Geld damit verdienen würde ich wahrscheinlich schon. Aber ich kann es, ey, letztens, ich hab, oh. Es gibt, so eine... YouTuberin,
relativ kleine, relativ kleine, was für relativ kleine, kennst du, Jakob, kennst du wahrscheinlich nicht, die heißt Roblox Lara, die hat, glaube ich, 2000 Abonnenten und die hat seit 3 oder 4 Monaten hat die YouTube. Lol. Und die hat zwei, oder, also die schaltet Werbung auf ihre verdammten Videos. Also so, Digga, es sei ihr gegönnt, so, sie kann's halt, aber, ey, ernsthaft, so, sie weiß, wie klein sie ist und trotzdem, also, klein kann man nicht sagen, weil, irgendwie triggert's mich so, einerseits, sie soll sie doch machen, was sie will, aber andererseits, sei ihr gegönnt, auch wenn es mich ein bisschen stört, wenn so kleine YouTuber, schon Werbung schalten. 3,5000 ist dann schon gut, muss man sagen. Ja, was mich, oder was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass man bei YouTube nicht, also auf mobilen Geräten, nicht unter 1000 Abonnenten streamen kann. Ja, das ist leicht doof. Man kann zwar Apps runterladen, mit denen man streamen kann, aber solange wie meine Eltern halt jetzt noch nicht unbedingt wissen, lernt ihr jetzt ernsthaft einmal auf. Solange wie meine Eltern noch nicht wirklich wissen, dass ich YouTube habe, wäre es vielleicht nicht so schlau, sich das halt direkt runterzuladen. Worauf ich hinaus will, man kann auf mobilen Geräten zwar nicht streamen, aber auf Rechner oder so. Das heißt, ich würde wahrscheinlich erst anfangen, wenn ich halt dann einen Rechner bekommen würde. Dann würde ich wahrscheinlich auch streamen. Ja. Mal gucken. Leandro? Nee. Hör einfach auf, okay? Langsam nervt's. Ich komm gleich zu dir nach Hause. Ich weiß, wo du wohnst. Oh, ich weiß auch, wo du wohnst. Ameisenman. Geil, einfach. Wofür ist dieser Handschuh? Wofür kann man den Handschuh nutzen? Gegen. Bist du tot? Nee, keine Ahnung, wofür man den Handschuh nutzen kann. Warte. Ich bin jetzt. Der lädt sich irgendwie gerade auf. Ich sehe dich schon wieder nicht, ey. Was ist denn das? Ja, du läufst bei mir dann. Ja, jetzt bist du tot. Ich habe mich gerade resettet. Ja. Das Video geht schon 25 Minuten, ne? Oh, krass. Ja, meine Freunde, dann wird es heute ein ziemlich langes Video, aber das macht ja auch Spaß. Du kannst ja auch im Notfall klein cutten. Ja, werd ich werde wahrscheinlich gleich auf jeden Fall ein paar Stellen rausschneiden, aber werde ich wahrscheinlich erst morgen machen. Ich renne auch wirklich noch rein. Wir werden, ich weiß nicht, ich glaube, das Video wird erst... Noch eine Etage. Ich glaube, das Video, ich überlege gerade, ob ich das Video nicht einfach zweiteile und einfach zweiteilig hochlade, dass das Video hier das am Montag hochlade, am Dienstag und den zweiten Teil dann am Freitag und Freitag noch ein zweites und das ist dann das Piggy, was wir gleich noch machen. Ja, könnte gut sein. Mache ich. Also 14.000, die nächste Etage kostet 22.000. Boah, das ist echt ziemlich... Wahrscheinlich gibt es noch eine vierte. Ja, gut, ich komme jetzt kurz wieder. Ja. Ja, meine Freunde. Ist ja jetzt nicht so, als wäre das extrem spannend. Ja, wie schon gesagt, ist ja jetzt nicht gerade unbedingt spannend. Ich mache einen Cut. Weil das Video jetzt schon 24 Minuten lang ist. Ich werde nächste Woche dann den zweiten Teil hochladen. Der wird wahrscheinlich auch so um die 20 bis 24 Minuten lang sein. Ja, da ich nicht wusste, dass hier jetzt Ende ist, habe ich mich natürlich auch nicht verabschiedet. Also mache ich das jetzt hier. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.